So, jetzt schnell zum Drehimpuls. Wir wissen ja, sagen wir, der lineare Impuls, also bei translatorischer Bewegung, sagt man P ist M mal V, also der Impuls ist gleich Masse mal Geschwindigkeit. Okay, das kennen wir alles. Notfalls nochmal hier nachgucken, ne? Das Video bleibt dann stehen, wenn man da auf diesen Link geht und sich das andere Video dazu anguckt, wenn man nochmal mehr wissen will. Okay, jetzt geht es aber um den Drehimpuls. Das ist eben bei linearer Bewegung so. Wenn ich aber etwas auf eine Kreisbahn zwinge, also plötzlich das Ding abbiegen lasse, dann ist es so, dass ich dieses Masseteilchen beschleunige, denn ich zwinge per Kraft etwas um die Ecke. So, demzufolge muss ich aber mit dem Impuls, das ist übrigens eine vektorielle Größe, muss ich aber eigentlich dann so rangehen, dass ich sage, das ist das Trägheitsmoment. Nochmal gucken hier, Trägheitsmoment im anderen Video, notfalls, um sich zu erinnern. Das ist das Trägheitsmoment mal die Winkelgeschwindigkeit. Was ist mit Winkel gemeint? Wir nehmen mal einen Kreisel und zwar von dem Kreisel nehmen wir mal nur einen Massepunkt. Wir schneiden also ein kleines Stückchen heraus. Dieser Massepunkt, der bewegt sich auf einer kreisförmigen Bahn. So, der kann sich auch andersrum bewegen, so wie hier unten angedeutet. Wenn er also von hier bis hierher gekommen ist, innerhalb einer gewissen Zeit, hat er einen bestimmten Winkel durchschritten. Und das kann man, wenn man es pro Zeiteinheit ausdrückt, auch sagen. Die Differenzen der Winkel, Winkel nenne ich mal Phi, und die Differenz, sprich die Zeit von bis, die er dazu gebraucht hat, ist dieses Omega, klein Omega übrigens. Das große Omega, das sieht ja so aus, ne? Aber das lassen wir jetzt mal. Gut. Wenn ich also sage, ein Winkel, und da geht es nicht um Grad, das macht man im Allgemeinen mit Bogenlängen und festen Größen, sodass ich hier auf Rad wie Radian komme, aber da kann man durchaus sagen, das ist 1 pro Sekunde. Nicht verwechseln mit der Kreisfrequenz, bitte. Wird zwar gleich berechnet, aber in diesem Fall geht es nur um die Winkelgeschwindigkeit. So, und diese Winkelgeschwindigkeit multipliziert mal das Trägheitsmoment. Das wäre so zu berechnen, m mal r Quadrat. Weshalb r Quadrat, gehe ich in dem anderen Video, denkt hier an den Link, nochmal drauf ein. Und dann kann ich die ganze Sache berechnen. Wozu brauchen wir das aber? Das werden wir dann brauchen, weil viel spannender als der Drehimpuls selber ist der Drehimpulserhaltungssatz. Und darauf komme ich im nächsten Video zu sprechen. Also Drehimpuls zu berechnen ist billig, einfach einsetzen und peng und fertig. Der Drehimpuls ist eine spannende Sache, vor allem im Thema Drehimpulserhaltung. So, ich lasse das Video bis hierhin erstmal dicht und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich werde dann jetzt hier zum Schluss die Links dazu einfügen. Bis dann, tschüss.